So, ihr seid noch da, dann kann ich euch jetzt mal ein bisschen Hintergrundwissen vermitteln zu eben Bestimmungsbüchern und dem, was da so dazugehört. Und dann machen wir jetzt mal Folgendes und erklären euch erstmal, was denn eigentlich jetzt ein wissenschaftliches Bestimmungsbuch detailliert ausmacht. Ihr habt schon bei der Frau Lüder gesehen, dass eben immer ein Bestimmungsschlüssel drin ist. Das ist ein wesentliches Merkmal, eben dieser Bestimmungsschlüssel. Den haben wir hier. Und wie man den jetzt genau verwendet, das möchte ich euch jetzt mal detailliert darstellen. Und zwar habt ihr im Fall von diesem Buch einheimische Laubgehölze nach Knospen und Zweigen bestimmen, sprich wenn sie keine Blätter haben. Ihr habt seid im Wald unterwegs und findet irgendwo einen Zweig, der zum Beispiel so aussieht. Das ist übrigens der wollige Schneeball, der kenne ich gleich auf Anhieb, der ist relativ charakteristisch. Wie dem auch sei, jedenfalls habt ihr da einen Zweig gefunden und nun habt ihr dieses Buch dabei und schlagt das auf und findet hier den Bestimmungsschlüssel und fangt logischerweise im Hauptschlüssel bei Nummer 1 an. Ich nehme übrigens dieses Buch als Beispiel, weil das einen kleinen Bestimmungsschlüssel hat, weil es nicht so viele einheimische Laubgehölze gibt, also die Artenzahl, die hier überhaupt drin steht, relativ gering ist und damit ist das Buch natürlich auch entsprechend nicht besonders dick und übersichtlich. Übrigens auch sehr zu empfehlen, wenn ihr euch dafür wirklich interessiert, aber das ist schon ja, für Freaks ein bisschen. Also, Nummer 1. Handelt es sich um eine Kletterpflanze? Dann geht man zu Gruppe A, muss also auf die entsprechende Seite blättern, die jetzt hier jetzt per Zufall mehr oder weniger einfach gegenüber ist. Machen wir mal das da weg, dann haben wir auch mehr Licht. Wenn das nicht der Fall ist, dann liest man immer weiter. Also man hat immer einen Punkt. Entweder trifft er zu oder nicht. Wenn nicht, geht man zur nächsten Nummer. Zweige mit Stacheln oder Dornen bewehrt. Wenn ja, Gruppe B. Wenn nicht, Nummer 3. Zweigsystem augenfällig in Lang- und Kurztrieb gegliedert, mehrere Jahre leben. Kurztrieb stets nur in einer Knospe. Dann Gruppe C. Wenn nicht, Zweigsystem anders gestaltet, Nummer 4. Und dann sind wir dann wieder bei Nummer 4 und lesen Knospen zum Teil in Größe und Form unterschiedlich gestaltet. Dann sind wir bei Gruppe D. Wenn nicht, sind Knospen mehr oder weniger gleich gestaltet und wir lesen bei 5 weiter. Es gibt eine Endknospe oder es gibt eben keine und dementsprechend kommen wir immer weiter, bis wir was gefunden haben, was auf unseren Zweig dann zutrifft. Jetzt tun wir mal spaßeshalber so, damit das schnell geht. Zweige mit Stacheln und Dornen bewehrt. Japp, sind's. Und dann kommen wir zur Gruppe B und fangen wieder bei der 1 an. Blattnarbe und Knospen wechselständig. Was wechselständig und gegenständig ist, findet ihr hier vorne im Erklärteil kurz erläutert. Das langt für den Hausgebrauch, denke ich, schon mal einigermaßen aus. Gehen wir mal davon aus, die sind wechselständig, dann steht hier 3. Wir gehen also zu 3. Alle Verzweigungen in Dornen endend, auch die 4 bis 8 mm langen pfriemlichen Blätter stechend. Zweige grün und gerieft, Abbildung 131. Dann guckt man bei Abbildung 131 nach und stellt fest, es handelt sich um den Stechginster Ulex europaeus. Der ist auf Seite 157 abgebildet. Guckt nochmal auf Seite 157 nach. Und das ist der gewöhnliche Stechginster, der dann nochmal ungefähr so aussehen sollte. Und wenn der so aussieht, dann ist er es vermutlich auch. Wichtig ist gerade eben in so einem Buch, dass man erst den Bestimmungsschlüssel verwendet und dann nur zur Absicherung dann nochmal auf die Darstellung zurückgreift. Wenn es sich um was handelt, das eine charakteristische Borke hat, es steht die in diesem Buch ja auch immer dabei, aber ich will ja jetzt keine Werbung für dieses Buch machen, also irgendwo ein bisschen schon, das ist auf jeden Fall gut. Aber normalerweise reicht eigentlich dieser Bestimmungsschlüssel aus, um mit Sicherheit zur richtigen Art zu kommen, sofern der Bestimmungsschlüssel gut gemacht ist. Und das ist bei den gängigen Bestimmungsbüchern aber eigentlich immer der Fall. Und man findet dann zur Art noch textalische Informationen wie bis 1,5 Meter hoher, immer grüner, breitbuschiger und stark dornig bewehrter Strauch, Zweige grün gerieft. Tja. Und dann hat man wieder das Problem, dass man jetzt nicht weiß, was gerieft sein soll. Es empfiehlt sich in diesem Fall tatsächlich Google zu benutzen. Oder der Begriff gerieft wird tatsächlich vorne in diesem Buch im Erklärungsteil eingeführt. Wenn nicht, hat man bei den allermeisten Bestimmungsbüchern dann auch nochmal, naja,
ein Register, wo solche Begriffe geklärt werden, ist hier aber nicht der Fall. Dafür kann man sich Notizen machen, kann also ergoogeln, was gerieft ist und sich hier hinschreiben, was gerieft ist. Also dieses Buch ist natürlich auch nicht perfekt, aber trotzdem immer noch ein gutes. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es gibt also ein Leitsystem quasi, wie man die entsprechende Art findet. Dann kann man sie nachschlagen und dann gibt es dazu nochmal nähere Informationen. Dieses System, dass man die Art dann nachschlägt oder dass dann direkt an Ort und Stelle eben steht, was zur Art wesentlich ist, wie es zum Beispiel hier der Fall ist, da steht dann halt direkt Dings da und die ist dann direkt an der Stelle zum Beispiel schon beschrieben, die entsprechende Pflanze, die man gefunden hat. Gibt es dann auch noch mal teilweise detailliertere Informationen dazu, aber das ist von Buch zu Buch unterschiedlich und spielt eigentlich inwiefern es dann immer noch detailliertere Informationen gibt, ist von Buch zu Buch unterschiedlich, spielt jetzt an dieser Stelle auch gar keine so große Rolle. Das eben ist also die wissenschaftliche Bestimmungsmethode, die ermöglicht, sehr sicher zur jeweiligen Pflanze zu finden. Die Alternative besteht darin, dass man, wie in den allermeisten nicht wissenschaftlichen Bestimmungsbüchern, es gibt auch noch so ein paar andere Systeme, mit Bildern arbeitet. Die sind dann mitunter noch nach Blütenfarbe zum Beispiel unterteilt und andere Unterteilungen und das System ist mehr oder weniger durchdacht. Wie gesagt, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten und ich sage nicht, dass das schlechter ist. Es funktioniert für den Anfänger definitiv schneller. Im Wesentlichen macht man eigentlich in jedem dieser Bücher so ungefähr dasselbe. Man guckt sich so lange Bilder an, bis man ein Bild von einer Pflanze gefunden hat, die ungefähr so aussieht wie das, was man sucht. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal das hier. Sieht so ein bisschen aus wie das, was ich jetzt gefunden habe in meinem Buchenwald. Und das ist Nummer 153. Dann guckt man nach irgendwo im Erklärteil, wo Nummer 153 zu finden ist. Hier ist 120, ist schon wieder zu weit. 240, 153, Alpenküchenschelle, Palustilla alpina, wird 20 bis 35, maximal 45 cm hoch, grundständige Blätter, zwei fast grundständige Blätter 2. Ach so, zwei grundständige Blätter, jetzt check ich's. Ich bin gerade selber auf dem Holzweg. Fast gegenständig, Blüten 4 bis 6 cm groß, becherförmig, äußere Blumenblätter weiß oder blau-rötlich, innere weiß, Wiesen, kalkliebend, 1000 bis 2000, 2700 Meter, Pyrenäen, Alpen, Apenninen, Mai, Juli und das ganze Ding ist giftig. Also Mai, Juli meint, es blüht Mai bis Juli. Es handelt sich bei diesem Buch natürlich übrigens grundsätzlich um Gebirgspflanzen. Aber das wäre jetzt halt eben der nicht wissenschaftliche Bestimmungsschlüssel. Sucht das, was ungefähr so aussieht, liest die Beschreibung. Wenn das dann zutrifft, handelt es sich wahrscheinlich um das, was du suchst, aber eben nur wahrscheinlich. Man hat da keine wirkliche Sicherheit. Das könnte auch noch auf viele andere Dinge so ungefähr zutreffen. Was aber sehr schön zum Beispiel in diesem Buch ist, ist, dass sie mit solchen Zeichnungen arbeiten und nicht mit Fotos. Denn eine Zeichnung ermöglicht dem Zeichner, wenn er es dann gut gemacht hat, die Pflanze so darzustellen, wie sie charakteristisch typischerweise aussehen sollte, damit eine Bestimmung gut möglich ist. Ein Foto zeigt immer ein entsprechendes Individuum und das ist wie bei uns Menschen. Jedes Individuum sieht ein bisschen unterschiedlich aus. Daher sind Zeichnungen meiner Meinung nach und der Meinung vieler Experten definitiv die bessere Variante, sofern sie dann gut gemacht sind. Das ist hier definitiv der Fall. Ich finde die sehr schön, abgesehen davon, dass die auch wirklich sehr gut aussehen. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob dieses Buch noch zu kriegen ist. Es ist auch schon ziemlich alt. Aber das nur, damit ihr auch mal gesehen habt, was ein nicht wissenschaftliches Bestimmungsbuch ist. Das war eigentlich jetzt im Wesentlichen auch schon der Hintergrund, weshalb ein wissenschaftliches Bestimmungsbuch eben notwendig ist. Durch diesen Bestimmungsschlüssel kommt man immer zur richtigen Pflanze und das System, das zugrunde liegt, ist eben auch das Botanische, sprich über Klasse, Ordnung, Verband, nee, Klasse, Verband, Ordnung, Familie, Gattung und Art. So.
Was man jetzt noch hinzufügen muss, ist, dass ein wissenschaftlicher Bestimmungsschlüssel nicht unbedingt auch bei Tieren Sinn macht, denn anders als Pflanzen können Tiere abhauen und man sieht sie nur mal ganz kurz. Bei also zum Beispiel einem Vogelbuch ist für den nicht absoluten Vogelexperten so eine Bestimmung per Bild durchaus erstmal zielführend und ja. Einen wirklichen Bestimmungsschlüssel könnte man ja nur dann anwenden, wenn man es mit einem toten Vogel zu tun hat. Das gibt's auch, dass man die Viecher also wirklich nur dann sagt, man kann sie nur dann hundertprozentig sicher bestimmen, wenn sie tatsächlich vorliegen, wenn man sie vor sich liegen hat und sie entsprechend dann voraussichtlich nicht mehr am Leben sind. Gerade auch bei Kleintieren, zum Beispiel bei Mäusen oder was, ist eine 100% sichere Bestimmung nur auch über den Knochenaufbau, den Schädelbau oder so möglich. Die müssen also futsch sein und das ist eben bei Tieren ganz oft so, dass man es nur dann ganz genau nachweisen kann. Auch ein Wolf, wenn man einen Wolf bestimmen will, muss man das per DNA tun. Also es geht wirklich letztendlich nur mit DNA-Nachweis eine 100% sichere Bestimmung, dass es sich wirklich um einen Wolf und nicht um einen Wolfshund, der sehr wolfig aussieht, handelt. Aber hier eben, man sieht den Vogel kurz vorbeifliegen. Im Idealfall kann man sich noch ungefähr erinnern, wie der ausgesehen hat und weiß dann, es ist so irgendwas im Bereich Adlerbussard oder Falkenbussard oder man hat sich sogar so noch gut das Bild eingebildet, eingeprägt, dass man eben genau sagen kann, es ist der Raufußbussard von mir aus. Da macht das natürlich wirklich keinen Sinn, mit einem Bestimmungsschlüssel zu arbeiten. Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, ist das Einarbeiten in eben so einem Bestimmungsschlüssel, weil man mit Begriffen wie zweigeschwach, fünfkantig, vor allem an der Spitze deutlich behaart, darunter mehr oder weniger verkahlen, Knospenbraun und so weiter und so fort. Seitenknospen, was ist jetzt eine Seitenknospe? Knospenschuppen, was ist eine Knospenschuppe? Korkwarzen hat das Ding. Was zum Henker ist denn jetzt eine Korkwarze? Also ihr seht, ihr müsst schon viel Wissen mitbringen. Man muss sich intensiv mit der Materie beschäftigen, um mit den ganzen hier drin genannten Begriffen überhaupt was anfangen zu können. Und wie gesagt, das ist hier noch einfach. Das sieht noch mal ganz anders aus, wenn man sich zum Beispiel hier jetzt so einen Rotmaler herlegt und in den mal reinguckt. Da gibt es Begriffe, die habe auch ich zum Teil noch nicht gehört. Lesen wir mal rein. Und was noch erschwerend dazu kommt, der verwendet auch noch Abkürzungen, damit wirklich alle Pflanzen, die es überhaupt gibt, in so ein Buch reinpassen. Nämlich STG aufrecht. Stück aufrecht. Was jetzt SDG ist, müsste ich jetzt zum Beispiel, der ich mit diesem Ding selten arbeite, auch erstmal vorne im Abkürzungsregister nachschlagen. Nur, dass ihr das wisst. Feinflaumig, B, büschelig, gehäuft, oft gefüllt, blassrosa bis weiß, 30 bis 80, 6 bis 9. Was das ist, ist auch wieder was, was man nachschlagen muss. Mäßig trockene bis frische Ruderalstellen, bis aus Auenlandschaften, Ufer, Bahndämme, bla bla bla. Das ist also alles nicht so einfach. Und ja, hier zum Beispiel lanzettlich. Was ist jetzt schon wieder lanzettlich? Das sind alles so Begriffe, die man jetzt so spontan erstmal nicht viel mit anfangen kann. Gelblich-grün, spritzender und dicht. Drüsenhaarig zum Beispiel. Was ist denn jetzt schon wieder drüsenhaarig? Und wenn ihr jetzt versucht herauszufinden, was ein drüsenhaariges Pflänzlein sein soll, das werdet ihr in diesem Buch eben nämlich nicht finden. Daher ist da wirklich eine gewisse Expertise immer vorhanden und notwendig, um mit diesem Buch überhaupt was anfangen zu können. Also mit solchen Bestimmungsbüchern, die sind alle ähnlich kompliziert. Man gibt da persönliche Vorlieben. Die einen mögen den Rotmaler lieber, die anderen mögen den Oberndorfer lieber. Da gibt es, glaube ich, drei oder vier Bekannte. Und eben deshalb ist es gut, wenn man sich mal für den Anfang nicht so intensiv, aber also mit weniger Material quasi erstmal in die Materie reinarbeitet. Und daher eben dieses Buch, wie ich eben schon erzählt habe. Das wäre so das Allgemeine, was es zu Bestimmungsbüchern zu sagen gibt. Wie gesagt, das hier einfach, aber unsicher, für den Anfänger sicherlich trotzdem erstmal zu empfehlen, um überhaupt in die Pflanzenbestimmung reinzukommen. Also ein solches Buch, jetzt nicht unbedingt speziell dieses. Und wenn man dann soweit ist, dann kann man sich mit einem wissenschaftlichen Bestimmungsschlüssel auseinandersetzen. Oder halt eben, man macht es gleich hardcore und nimmt dann halt eben dieses Ding. Das sind so die möglichen Wege,
die man beschreiten kann, wenn man sich in die Pflanzenbestimmung rantrauen möchte. Und jetzt sei noch kurz darauf hingewiesen, das hier behandelt jetzt natürlich nur Blumen, also das, was gemeinhin als Blume bezeichnet wird. Wenn ihr noch was Ähnliches zur Hölzer haben wollt, dann guckt doch mal Grundkurs Gehölzbestimmung. Da gibt es auch ein Buch, das so einen Anfängerkurs darstellt. Das soll auch gut sein, das besitze ich nicht, weil Gehölze kann ich schon. Daher kann ich da mit einem Grundkurs nichts anfangen. Der hier war aber durchaus für mich hilfreich. Und zur Baumbestimmung habe ich tatsächlich dann nur noch wissenschaftliche Bestimmungsbücher selber daheim im Regal stehen. Eins davon wäre dieses hier, damit ihr sowas auch mal gesehen habt. Das halte ich auch für ziemlich gut. Aber das ist halt auch eben wieder so ein, ja, Bestimmungsschlüssel, wie er wissenschaftlicher kaum sein kann. Wobei ich den persönlich besser finde als hier den Rotmaler. Aber wie gesagt, das ist schon fast Religion, welches Bestimmungsbuch man dann letztendlich im Hardcore-Modus verwendet. Mehr fällt mir dazu dann nicht ein. Und dann kann ich euch nur noch einen schönen Tag wünschen und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.